geschafft, Helgoland in Sicht. Nach dem endlosen Getucker auf dem Nord-Ostsee-Kanal und der Eider war endlich die freie Nordsee erreicht. 2 Tage zuvor saß ich noch in Friedrichstadt auf dem Deich und zählte die Schafe. Fasziniert beobachtete ich das Kommen und Gehen der Gezeiten. Besonderes Augenmerk richtete ich auf die Hafeneinfahrt, denn dort stand bei Niedrigwasser nicht mal mehr 1 Meter Wasser. Mein Plan war, kurz vor Hochwasser gegen 12 auszulaufen. Doch der Hafenmeister meint, nö, mein Jung, das war nix. Heute ist Sonntag, letzte Schleusung um 10 Uhr. Shit, da ist ja kaum Wasser in der Eider. Jo, da musst du dich langsam rantasten und abwarten, bis genug im Fortbecken ist. Also langsam rantuckern, Steuerbord und Backbord von den beiden Untiefen frei halten und falls man in der Mitte dennoch aufläuft, ist es ja auflaufend Wasser. Spätestens eine halbe Stunde später würde das Schiff ja wieder freikommen. Und stören konnte ich ja keinen. Die Schleuse war ja zu, es konnte keiner raus oder reinkommen. Kurz nach Friedrichstadt kam dann die erste Eisenbahnbrücke. Auch spannend. Kreise drehen vor der Brücke und aufpassen, dass man nicht auf Schied läuft. 1 Meter Wasser unterm Kiel, aber auch nur in der Mitte. So, die Brücke fängt an zu drehen. Will ich auch mal drehen. Das ist schon echt eine imposante Brücke. Fast ein technisches Denkmal. Von 1887, 415 Meter lang und in der Mitte fast 90 Meter als Drehbrücke ausgelegt. Wisst ihr, was es an der Eider gibt? Eiderenten! Das war der Wahnsinn! Der Weihnachtsbraten war gesichert. Die Tideneider mit den riesigen Überschwemmungsgebieten links und rechts der Deiche war wild und ungebändigt und ließ mit 3 Meter Tidenhub und der Strömung noch die Macht der Nordsee erahnen. 2 Tage zuvor die Fahrt auf der Binneneider war eine Reise auf einem ganz anderen Fluss. Idyllisch und nett anzusehen. Aber die Binneneider war durch die Nordschleuse eingedeicht und gezähmt. Die Eider bestand quasi aus 2 vollkommen unterschiedlichen Flüssen. Allzu viel Ruhe, den aufgeschreckten Eiderenten hinterherzuschauen, hatte ich allerdings nicht. Es herrschte ja immer noch Niedrigwasser in der Eider und ich musste höllisch aufpassen, den bezeichneten Brickenweg nicht zu verlassen. Links und rechts des Weges waren zahlreiche Sandbänke und Strudel und Stromschnellen auszumachen. Einige Tage zuvor hatte ich mir an der Gieselau-Schleuse ein kleines Heftchen mit den ganzen Öffnungszeiten der Schleusen und Brücken und auch mit den Telefonnummern der Brückenwärter mitgenommen. Das erwies sich jetzt als ganz praktisch, sodass sich vor mir alle Schleusen und Brücken wie von Zauberhand öffneten. Schon waren die St. Laurentius-Kirche und der Bauhof Tönning vom Wasser- und Schifffahrtsamt auszumachen. Da ja beim Auslaufen aus Friedrichstadt noch Niedrigwasser herrschte, hatte ich mir auf der Strecke Zeit gelassen. Ich musste ja eh gegen den Strom gegen an und ich wollte ja in Tönning bei Hochwasser einkommen, damit ich überhaupt in den Hafen gelangen konnte, der trocken fiel. 3,5 Stunden habe ich mir für diese 15 Kilometer Zeit gelassen. Ich fand einen Liegeplatz im Päckchen direkt vor dem Packhaus, gegenüber des alten Schifferhauses. Der kleine Hafen gefiel mir auf den ersten Blick. Hier ließ es sich ruhig einen Tag aushalten, um auf Hilde zu warten, und ich beschloss, mir etwas die Stadt anzuschauen. Tönning hat eine bewegte und wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Eider war jahrtausendlang die Grenze zu Dänemark, und so war es nicht verwunderlich, dass Tönning schon früh als Festung ausgebaut wurde und außerdem auch strategisch günstig als Hafen in die Nordsee mal von den Dänen und mal von den Deutschen eingenommen wurde.
Vor dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals gab es ja nur den Kiel-Eider-Kanal und Tönning lag an dessen Ende an der Nordsee. Das heißt, Tönning besaß im 16. Jahrhundert eine ähnliche Bedeutung wie heutzutage Brunsbüttel oder Cuxhaven. Daher auch das riesige Packhaus, um Waren umzuladen. Ähnlich wie in Friedrichstadt hatten sich Niederländer in Tönning angesiedelt und exportierten jährlich 3 Millionen Käse in die weite Welt. An dem großen Marktplatz lässt sich noch erahnen, wie viele Waren hier umgeschlagen wurden. Natürlich wurde nicht nur Käse vertrieben, sondern alles, was Schleswig-Holstein zu bieten hat. Getreide, Fleisch, lebende Tiere, Wolle, Schafe. Seine Blütezeit erlebte Tönning im 16. und 17. Jahrhundert. Während der Elbblockade der Briten zur Zeit Napoleons war Tönning als dänische Stadt der einzige freie Hafen, um die Großstadt Hamburg mit Waren versorgen zu können. Es verwundert daher nicht, dass sich zahlreiche Betriebe und Händler hier niederließen und Werften zum Bau von Schiffen und deren Instandsetzung hier in Tönning entstanden. Meine Erkundung der Stadt hatte einige Stunden in Anspruch genommen. Bei Hochwasser war ich in Tönning eingelaufen und jetzt gegen Abend fiel der Hafen langsam aber sicher trocken. Mein Spaziergang hatte mich zur Hafeneinfahrt geführt und ich beobachtete fasziniert, wie mitten in der Einfahrt eine Sandbank entstand. Es war ganz offensichtlich, dass Ein- und Auslaufen in solch einem Tidenhafen unter anderen Gesichtspunkten erfolgen muss als an der Ostsee. Ich beschloss daher, mich intensiver mit dem Tidenkalender auf meiner Seekarte auseinanderzusetzen. Und es betraf ja nicht nur den Hafen, sondern auch die Eider selber. Sie ähnelte mehr einer Kraterlandschaft mit vielen Sandbänken und Strudeln. Das ablaufende Wasser ließ sich auch sehr gut im Hafen beobachten. Die Treppe zum Hinabsteigen zum Schwimmponton wurde immer länger und das Wasser im Hafen immer weniger und erste Sandbänke traten zutage. Und irgendwann ging die Biedewind mit dem Bug voran in den Grund und lag auf Schlick. Menschen von der Nordsee ist dies bekannt und vertraut. Aber ich erlebte das zum ersten Mal und war fasziniert. Und heilfroh, als am nächsten Tag wieder Wasser im Hafen war und ich die Biedewind verholen konnte. Ich liege jetzt hier vom Packhaus in Tönning. Schöner Liegeplatz. Direkt am Steg, am Schwimmponton. Biedewind geht hier im 6-Stunden-Rhythmus auf den Matsch und wieder hoch. Genieße den faulen Nachmittag. Warte auf meine Schwägerin Hilde, die ich für eine Woche mit anheuern will. Morgen wollen wir durchs Eidersperrwerk raus auf die Nordsee und dann wird's nach Helgoland gehen. Augenblick ist ein gutes Wetterfenster. Wir haben West-Nordwest 3 Windstärken, ziemlich stabilen, hoch baut sich gerade auf. Denk mal, das ist für den Einstieg ins Nordsee-Segelgeschäft für uns. Gute Voraussetzung. Ja, und nun warte ich, dass Hilde eintrifft. Prost! Als Hilde eintraf, gingen wir erstmal lecker Fisch essen, wie es sich zur Begrüßung gehört, und entdeckten, dass doch tatsächlich Tönning 1905 eine Weltstadt war mit einer Verbindung Tönning-Australien, die regelmäßig angelaufen wurde. Satt und müde beobachteten wir wieder, wie der Hafen trocken fiel und die Biedewind auf Schleck ging. Am nächsten Tag sollte unser Abenteuer Nordsee beginnen, und wir beschlossen, zeitgleich mit den Krähen unsere Schlafplätze aufzusuchen. Aber da ist ja wieder der feine Unterschied. Irgendwann nachts um 2 war Hochwasser und am nächsten Morgen war schon wieder der Hafen trocken gefallen und wir mussten uns gedulden. Passend zum Auslaufen kommt natürlich ein Schauer. Den ganzen Tag scheint die Sonne. Tja, so ist das mit der christlichen Seefahrt.
Auf geht's, Alter Sperrwerk und dann Helgoland. Hilde ist auch an Bord. Freut sich auf eine tolle, nasse Reise. Ja, ganz toll. Dass ich erst auslaufen konnte, nachdem genug Wasser am Hafen war, versteht sich von selbst. Ideal wäre es vielleicht gewesen, bei Hochwasser auszulaufen und in sich dann mit dem ablaufenden Wasser quasi auf die Nordsee spülen zu lassen. Aber dann wäre ich erst nach Mitternacht auf Helgoland im Dunkeln angekommen. Das wollte ich natürlich auch nicht. Und es gab noch einen weiteren Punkt zu beachten. Wann ich beim Eider Sperrwerk und daran anschließend beim Seegat ankommen würde, denn auch dort musste genug Wasser stehen. Die Segelei entwickelte sich zu einer Mathematik-Rechenaufgabe. Ich versuchte natürlich Hilde von meinen Gedanken und der inneren Anspannung nichts anmerken zu lassen. Aber ich war halt ein Ostseesegler, der das erste Mal sich auf die Nordsee wagte. Mächtig strömte das immer noch auflaufende Wasser der Nordsee durch die großen Tore des Eidersperrwerks. Nach anderthalb Stunden hatten wir es erreicht und das Schleusen sollte beginnen. Minuten vorher hatten mehrere größere Schiffskutter die Schleuse passiert. Aber nun war sie leer und das war mir ganz recht, so konnte ich ganz in Ruhe ohne Drängeln in der Schleuse festmachen. Es sollte mir nicht ergehen wie in der Schleuse in Friedrichstadt, wo ich die Leinen kappen musste, weil sie sich bekniffen hatten. Es herrschte ja kein Verkehr und auch kein starker Wind. Und so konnte ich die Leine in Ruhe aus der Hand führen. Ach, dann ging die Schleusentüre zu und vor uns öffnete sich die Schleuse in die Nordsee. Die Nordseetour hat endlich begonnen. Die Biedewind erreichte das freie Meer. Schnell blieb das Eidersperrwerk im Kielwasser der Biedewind zurück und die Nordsee lag offen vor uns. Das Wetter klarte immer mehr auf und die Sonne lachte vom Himmel. Es war ruhige See, der Wind mit 3 bis 4 Windstärken ging an, aber das war mir eh egal, da ich bis zur Eidertonne unter Maschine laufen wollte. Vor der Tonne beim Seegat würde es noch mal unruhig werden, wie ich gelesen hatte. Aber etwas gelesen zu haben und es selber zu erleben, sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und insofern war ich sehr gespannt. Schnell blieb die Küste von Dithmarschen hinter uns zurück. Und vor uns tauchten die ersten Seehundbänke auf. Fast wie vor 100 Jahren kamen uns alte Lastensegler entgegen, die in die Eider mit mitlaufenden Strom wollten. Ließ man den Blick übers Wasser schweifen, könnte man meinen, dass wir schon die freie Nordsee erreicht hatten. Aber wir mussten uns am engen Tonnenstrich der Eider halten. Ein Blick auf die Seekarte zeigte uns, dass wir uns noch mitten im Watt befanden.
All die grünen Flächen waren jetzt schon annähernd von Wasser überströmt, aber noch total flach. Deshalb haben sich dort ja auch die Seehunde ausgeruht. Diese Sandbänke und Strömung machen die Schifffahrt auf der Nordsee um so vieles schwieriger und gefährlicher als auf der Ostsee. Jetzt gaben uns diese Sandbänke noch Abdeckung gegen die See, die von der Nordsee kam. Aber mit jeder Meile, die wir nun weiter hinauskamen, nahm der Seegang zu. Es ging auf das Seegar zu. Die ruhige See, die hinter dem Eidersperrwerk herrschte, kam durch den Schutz der Sandbänke, die als Wellenbrecher fungierten. Jetzt außerhalb dieses Schutzes herrschten andere Verhältnisse. Und ich hatte schon Sorgen, dass die Biederwind sich in den Wellen feststampft. Nach einer Dreiviertelstunde war dann zum Glück diese Schaukelei vorbei. Das Seegatt war durchquert und Kurs Helgoland konnte angelegt werden. Und vor allen Dingen kam der Wind jetzt nicht mehr genau gegen an, sodass ich Segel setzen konnte. So, nachdem wir durch Seegatt Eidertonner Ansteuerung durch sind, was ein bisschen ruppig war, ist die See jetzt schön ruhig, Segeln tiefenentspannt bei 3-4 Windstärken aus West, ziemlich gegen an, nach Helgoland, müssen aufkreuzen, naja, ist jetzt 5:30, wird wohl ein bisschen spät werden, bis wir da haben. Scheißegal, es ist total herrlich, das Wetter, die Sonne strahlt, blauer Himmel, ja, was wird denn mehr? So schaut's aus. Besser kann es gar nicht laufen. Inzwischen war auch der Strom mit uns und die Stimmung an Bord war prächtig. Es war kurz nach 18 Uhr und wir kamen gut voran. Voll im Zeitplan. Bald kam Helgoland am Horizont in Sicht. Und ich beschloss, unter Maschine weiterzulaufen, um nicht aufkreuzen zu müssen. Es war klar, dass ich noch ungefähr 2 Stunden benötigen würde und ich wollte dort ankommen, bevor es dunkel wird und insbesondere bevor der Strom wieder beginnt zu kentern und wieder gegen ansteht. Es zog sich dann doch noch ganz schön lange hin, bis wir endlich Helgoland Ansteuerungstonne hatten. Wie gut, dass Hilde aufpasste, dass ich mich nicht verfahr und womöglich noch an Helgoland vorbeimotort wäre. Für die Nachtstunden war ein aufkommender Sturm mit Windstärke 7 aus Süd angesagt. Ich hatte daher beschlossen, in den Osthafen zu fahren, in der Hoffnung, dass man dort ruhiger liegen könnte. Leider war dort wegen Corona jede zweite Box mit rot-weißem Flatterband abgehängt und so musste ich unverrichtete Dinge wieder umkehren und dann doch in den Südhafen. Mittlerweile war es fast 10 Uhr geworden. Der Südhafen war total überfüllt. Im Osthafen wurde jede zweite Box freigehalten und hier im Südhafen lagen wir im 6er und 7er Päckchen. Das soll mal einer verstehen. Na, wir waren froh, als wir endlich festgemacht hatten und bereiteten uns für die Nacht vor.
Groß ausgehen war nicht mehr, es war ja schon dunkel und alles zu. Die Nacht wurde dann ziemlich unruhig. Der Südwind mit Windstärke 7 machte richtig Seegang im Südhafen, alle Boote schaukelten durcheinander, insbesondere diese riesigen Päckchen begannen zu verrutschen und nachts um 3 mussten wir aufstehen und Fender retten und gucken, wie wir die Boote irgendwie klarieren konnten. Am nächsten Morgen war der Starkwind zum größten Teil vorbei und die Sonne kam langsam wieder raus. Wir freuten uns auf einen schönen Landgang auf Helgoland, denn wir hatten beschlossen, nicht gleich wieder weiterzufahren, sondern wenn man schon mal da ist, dann uns auch einen Tag lang die Insel in Ruhe anzuschauen. Schließlich war Urlaub und keiner hetzt uns. Und das war auch genau die richtige Entscheidung, denn Helgoland mit der Langen Anna und den Seetölpelkolonien ist schon eine sehenswerte Insel. Aber das ist eine andere Geschichte. Falls dir mein Film gefallen hat, schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Und sei gespannt auf die weiteren Abenteuer der Biedewind bei ihrer Reise von Helgoland zu den ostfriesischen Inseln.